junkfoodtaster.com und jetzt gibt es Milka Kuhflecken. Ja. Okay. So, Nährwerte. Okay, Fett und Zucker. Und etwas Eiweiß, na immerhin. Und hier die Zutatenliste. Ja, ich werde mal eine Milka-Playlist erstellen in meinem Kanal. Da habe ich nämlich ziemlich viele Produkte von Milka schon verkostet. Also Kuhflecken ist ja offensichtlich jetzt so eine Mischung aus weiße und dunkler, nee, voller Schokolade. Ja, das sieht natürlich interessant aus. So. Okay, so sieht der Spaß aus. Also die Kuhflecken gehen offenbar nicht durch bis nach unten, wie man hier sieht. Die sind hier nur so an der Oberfläche. Ja, ein bisschen das Zeug futtern. Also die reißt irgendwie nicht raus, geschmacklich. Ich würde fast sagen, es ist nahezu nicht zu schmecken, dass da nochmal weiße Schokolade drüber ist. Mein Milka hat gute Schokoladenqualität, so ich gebe Straw. Da fehlt halt nicht. Irgendwas, was das fancy macht. Ja, zu langweilig, um das Wind zu bekommen. Okay, ist die nächste. So, just a few Milker Kuhflecken. Yeah, I wanted to look this up prior. In Kuhflecken, this cow doesn't have Kuhflecken. She has like a pattern, but not. Flecken means like spots or patches. Could be cow patches. I'm not really sure. And here's a little spots, patches, whatever. Yeah, so the white chocolate is really just like addition. I don't know how many percent is under 5% or so white chocolate. Not really here. As you can see here, it's only a little bit on the top. And I tasted it and I think I was not able to taste the white chocolate. Yeah, but Milka has a very nice milk chocolate quality and therefore it deserves a draw. But like in the 21st century you need to be more fancy to get a win. Yeah, what's your favorite chocolate? Okay. Yeah, in French it says Chocolat de Alpes et Chocolat Blanc. Yeah, they don't say cow something. Okay. Yeah, nutrition. I show nutrition if you are interested.
say tons of sugar here, nearly 60%, 30% fat, so it's a sugar slash fat thing. Yeah, basically. I think all chocolates are nothing else. Okay, thanks for watching.